Hi, willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich, wie versprochen, meine Winter-Capsule-Wardrobe für euch. Ich wollte euch ja ganz gerne einen Überblick zeigen über die Garderobe, die ich momentan plane, im Winter zu tragen. Und dann im zweiten Teil des Videos wollte ich euch gerne meine Lieblingskombinationen zeigen. Wenn euch so eine Art Themen gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und auch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch kein neuestes Video. Und ich lade zweimal die Woche hoch, am Donnerstag und am Sonntag, und ich würde mich freuen, euch wiederzusehen. Ich dachte, ich fange jetzt erstmal mit den obligatorischen Unterteilen an. Ich habe hier eine Auswahl an unterschiedlichen Tanktops, ja, Spaghetti-Träger-Tops und so weiter, und ich glaube, da brauche ich jetzt nicht jedes einzelne Teil zu zeigen. Ich habe halt einfach so eine kleine Auswahl davon da. Und dann geht es auch schon weiter mit den Hosen. Ich habe ja in einem meiner letzten Videos gesagt, dass ich praktisch nur zwei Hosen besitze. Das ist einmal die Jeans, die ich momentan anhabe. Die werde ich bestimmt im zweiten Teil des Videos auch ein bisschen besser zeigen. Und zum anderen ist das diese Stoffhose, die habe ich auch schon häufiger gezeigt. Das ist eine von Massimo Dutti mit einem schönen Karo, schönen Eingriffstaschen an der Seite. Das ist eine Buntfaltenhose, die ist total bequem. Ich hatte sie auch schon mit Strumpfhosen drunter angehabt, weil sie ja jetzt, wenn es zu kalt wird im Winter, ein bisschen sehr, sehr kalt wird. Und das funktioniert super. Ich mag es gerne, hier den Hosensaum so ein bisschen hochzukrempeln. Ja, das mag ich gerne. Und dann habe ich halt hier aber auch immer noch eine Auswahl an unterschiedlichen Jogginghosen und so weiter, weil ich sie einfach in meinem Leben dringend brauche. Es ist hier eine Variante. Und dann gibt es auch noch eine Pyjama-Hose, die ich auch sehr gerne trage. Das ist hier diese hier. Einfach nur als Loungewear für zu Hause, wenn es mal ein bisschen gemütlicher sein soll. Ich glaube, jeder von euch hat auch so eine kleine Auswahl an ganz gemütlichen Sachen. Und dann kommen wir auch zum schönsten Teil, finde ich. Das sind die ganzen Oberteile und Kleiderröcke und so weiter. Und ich dachte, ich fange direkt einfach mal hier an dieser Seite an und arbeite mich bis da vorne durch, bis hierher. Und diese Teile gehören eigentlich nicht mehr in meine Wintergarderobe. Zum einen habe ich mitgenommen aus dem Herbst in den Winter meinen beigefarbenen Cardigan. Ich liebe diesen Cardigan so, so sehr. Ich liebe es auch, ihn mit meiner Bluse und meiner blauen Jeans zu stylen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Also was ich daran sehr, sehr mag, ist, dass es wirklich so ein schönes, flowy Teil ist, was sehr schnell übergeworfen werden kann. Und wie ihr seht, ist auch meine Farbskala mehr so hell, bisschen beige, bisschen grau, also wirklich helle Töne. Und dann als Akzentfarbe habe ich mein Rot. Und dann geht es auch schon weiter mit diesem Teil. Das hatte ich auch schon in meiner Herbst-Capsule-Wardrobe gezeigt. Auch einfach so ein sportliches Teil, was ich tagsüber überschmeißen kann. Und was es mir einfach nicht so schade ist, wenn es kaputt geht. Solche alten Teile hat, glaube ich, jeder von uns im Schrank. Dann habe ich meine Hemdbluse von Promo. Das ist ein altes Teil, wo ich doch auch letztes Mal meinte, dass ich das früher oder später ersetzen werde. Und das werde ich auch machen. Nur jetzt im Winter, finde ich, geht das auch immer noch sehr gut. Und Leute, ich habe tatsächlich eine weiße Bluse gefunden. Danke Gott. Das ist endlich mal eine weiße Bluse. Das ist eine von Gina Tricot. Ich mag es, dass es so ein schöner Viskosestoff ist, dass das Teil so flowy ist, dass es halt einfach so einen leichten, lockeren Fall hat, dass es nicht so steif und nicht so streng ist. Denn solche Stoffe sind nicht so ganz so passend für mich. Und was ich daran auch sehr geliebt habe, ich habe jetzt nur hier den oberen Knopf zugemacht, aber wie ihr seht, haben wir hier eine super schöne Knopfleiste mit bräunlichen Knöpfen dran und diese Taschen. Ich weiß nicht, es ist einfach total schmeichelhaft an meinem Körper und ich liebe es, dass man hier die Ärmelchen so ein bisschen hochkrempeln kann. Kann man ja mit jeder Hemdbluse machen. Jedenfalls, das ist eines meiner Lieblingsteile in meinem Kleiderschrank momentan. Und dann gibt es auch noch... Dann gibt es auch noch diese Bluse, die habe ich aber eigentlich nur zum Filmen für hier und da mal, einfach, dass ich ein bisschen Abwechslung habe. Das fand ich in meiner Capsule Wardrobe irgendwie wichtig, dass ich ein bisschen Abwechslung habe, wenn ich mich vor die Kamera setze. Und dieses Teil habe ich auch noch mit aufgenommen. Ich finde, das ist ein Klassiker. Falls man irgendwelche Events hat, wo man ein bisschen schicker unterwegs sein möchte, geht so eine feine, lockere, schwarze Bluse auch immer. Und dann kommen wir auch schon zu meinen Pullis. Als erstes dachte ich, zeige ich euch erstmal das, was ich jetzt schon anhabe. Das ist, müsstet ihr auch schon kennen aus einem der letzten Videos. Finde ich auch sehr, sehr schön mit so kleinen schwarzen Punkten.
Und auch das hier ist auch ein sehr schöner Pulli, der ist auch etwas dicker. Und der funktioniert für mich auch schon seit Jahren sehr, sehr gut im Winter. Trage ich sehr gerne. Hier hinten ist so eine kleine Schleife mit einem kleinen Reißverschluss. Aber das ist nur Deko, das funktioniert nicht. Und dann auch mein zweiter Pulli funktioniert für mich auch sehr gut im Winter. Und das ist dieser Pulli, von dem ich gesprochen habe, den ich sehr gerne mit meinem Cardigan kombinieren könnte. Ich finde, das passt einfach von der vom Farbton sehr gut zusammen und auch von der Dicke sehr gut. Ist ein bisschen enger geschnitten. Und auch dieser Pulli hier. Normalerweise hätte ich den tatsächlich nur im Sommer in meine Garderobe mit aufgenommen, weil das so ein total löchriger, super, super dünner Pulli ist. Aber ich habe ihn jetzt für den Winter trotzdem mit aufgenommen, weil ich nämlich entdeckt habe, dass man ihn sehr, sehr schön kombinieren kann. Und das zeige ich euch nachher auf jeden Fall auch einmal, wie ich den kombiniere, aber im Winter kann ich den trotzdem tragen. Und dann kommen wir auch schon zu meinen T-Shirts. Ich habe euch ja gesagt in meinem Haul, dass ich das weiße T-Shirt von Massimo Dutti war, das was ein bisschen dichter war, behalten würde. Aber ich habe es dann doch zurückgeschickt, denn es war dann doch irgendwie ein bisschen zu knapp. Und ich mag ja T-Shirts sehr, sehr gerne, wenn sie etwas lockerer sitzen und diesen Fall haben, wie jetzt diese Bluse, die ich euch gezeigt habe auch. Also habe ich nach wie vor dieses weiße T-Shirt für mich hier drinne. Ist durchsichtig, muss dringend ersetzt werden, aber für den Winter wird das jetzt erstmal drin bleiben. Dann dieses schöne T-Shirt, was ein bisschen feiner ist, mit diesem schönen Muster, mit diesen lavendelfarbenen Tönen und grünen Tönen hier drin. Genau, und dann haben wir hier meine zwei Zuhause-T-Shirts, die ich anziehe, wenn ich wirklich keinen Bock habe, mich zu stylen. Wenn ich keinen Bock habe, irgendwas Schönes anzuziehen und das muss passen oder so, dann habe ich hier meine zwei ganz stinknormalen T-Shirts und das schwarze obligatorische Kleid, was für mich immer drin sein muss zu jeder Saison, denn ab und zu hat man so Events, wo man einfach ein bisschen schöner, ein bisschen klassischer, stilvoller unterwegs sein möchte und deshalb gehört für mich so ein schwarzes Kleid definitiv dazu. Und eines meiner Lieblingsteile, das ist dieser Rock, den ich euch auch schon mal gezeigt habe in meinem Haul-Video. Ich bin so ein großer Fan. Ich hatte das Teil tatsächlich auch noch mal eine Nummer größer bestellt, einfach nur um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass Größe 40 nicht doch vielleicht ein bisschen besser passt. Aber ich fand letztendlich, komischerweise ist die kleinere Größe, die ein bisschen knapper sitzt, fand ich, hat mir ein bisschen mehr geschmeichelt und das mochte ich an mir sehr viel lieber. Ich liebe dieses Detail mit der Nadel und dass es halt ein Wickelrock ist. Es gibt einem genug Bewegungsfreiheit, gleichzeitig ist es aber auch so schön körperumschmeichelnd. Dieser Rock ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsteile jetzt für den Winter. Was so die Accessoires angeht, habe ich für diesen Winter für mich diesen schwarzen Schal hier ausgesucht. Den habe ich leider nicht mehr im Shop da, aber ich habe denselben nur in der Farbe Blau noch da. Also falls ihr Interesse habt, werde ich euch den unten verlinken. Er ist sehr, sehr schön. Er ist schön dick und hält sehr, sehr schön warm. Also auf jeden Fall diesen in Schwarz. Ich habe jetzt letzten Winter ausschließlich den Blauen getragen und diesen Winter dachte ich mir, komm, darf es auch mal ein bisschen was Dunkleres sein, weil ich mag Farbe ja sehr, sehr gerne. Und als zweite Option habe ich diesen Schal. Der ist super alt von Esprit. Was ich an dem mag, ist, dass er halt wirklich total breit ist und dünn. Das heißt, der ist halt nicht so warm wie dieser hier und ich kann halt einfach anders stylen und man ist halt anders warm unterwegs. Den mochte ich gerne. Meine obligatorische graue Mütze, die habe ich euch schon 500 Mal im Video gezeigt. Die mag ich auch sehr gerne. Und dann habe ich mir diese Mütze ausgesucht für den Winter. Ich habe noch viele unterschiedliche andere gestrickte Mützen, aber ich habe noch mal kurz überlegt, welche Jacken ich für mich aussuche und diese Mütze hat für mich letzten Winter auch schon sehr, sehr gut funktioniert und deswegen dachte ich, beschränke ich mich dann nur auf eine warme Mütze, weil sie halt eben hier innen drin diesen schönen Fließeinsatz hat. Und jetzt zeige ich euch noch mal ganz schnell meine Lieblingskombination in meiner Capsule Wardrobe und der Star der Show ist definitiv diese weiße Bluse. Ich liebe sie so, so sehr. Ich finde, man kann sie zu allem anziehen und ich ziehe sie auch zu allem an. Am allerliebsten ziehe ich diese weiße Bluse mit der blauen Jeans an, die ich momentan anhabe. Da mag ich es auch, wenn ich die Bluse vorne so ein bisschen zusammenbinde zu einem Knoten. Aber sie ist momentan, wenn ich das nur so anziehe, ein bisschen kühl. Und deswegen mag ich es auch sehr, sehr gerne, die weiße Bluse mit diesem Cardigan zu kombinieren. Und dann liebe ich es außerdem auch, die weiße Bluse mit dem neuen Rock anzuziehen. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie ein Schulmädchen. Aber irgendwie mag ich die Kombination trotzdem ultra gerne.
funktioniert sehr, sehr gut für mich. Und außerdem trage ich die weiße Bluse auch zu meiner neuen Stoffhose. Auch da mag ich es, die Bluse so ein bisschen reinzustecken und ein bisschen lockerer zu tragen. Funktioniert auch wunderbar. Und auch da wieder die Option, den Cardigan drüber zu schmeißen oder eben auch nicht. Und dann liebe ich auch die Kombination der Stoffhose mit eben diesem weißen Pulli, den ich euch vorhin gezeigt habe mit den vielen Löchern. Da ziehe ich mir dann einfach einen Tanktop drunter an und trage das dann so. Und eine weitere Kombination, die ich auch ultra liebe, ist meine blaue Jeans mit diesem hellgrauen Pullover. Das ist super simpel, da ist kein Schnickschnack dran, das ist kein großartiges Styling, aber das trage ich im Alltag einfach unheimlich gerne. Und auch da, entweder man packt da noch was drüber mit dem Cardigan oder so oder lässt das raus oder zieht sich einen Tanktop drunter oder lässt ihn eben weg. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Also das sind meine Lieblingskombinationen, die ich in letzter Zeit trage. Auch die ich jetzt gerade anhabe, also die blaue Jeans mit dem roten Pulli. So ganz simple, zweiteilige Kombinationen mag ich sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen Inspiration liefern für eure eigene Garderobe. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, wie ihr eure Garderobe momentan plant oder was für neue Teile, neue Schätze ihr momentan für euch gefunden habt. Lasst uns da so ein bisschen austauschen. Ich freue mich immer wieder darüber. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.